Da sind wir wieder. Gespeichert haben wir. Und herzlich willkommen zu Alter Sack zockt Alien Isolation. Boah, ich bin so auf Strom. Das hört sich nicht gut an. Oh, solange er mit dem Rücken zu uns steht. Oh, puh. Ja, leider sind mir die Hiwis. Robolo, da sind Androiden an der Tür. Rats ist wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt Probleme mit dem Gefahreneindämmungsverstoß. Synthetensicherheitsverfahren werden hinten und vorne ignoriert. Kommunikation ist abgeschnitten. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh shit, die kommen rein. Sag Susan, dass ich sie liebe. Ja, die Hiwis sind mir jetzt auch etwas unsympathisch geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich muss eine von ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Aha. Schnell da rein. Komm, 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 Baby. Privat freigegeben, Audio-Zubehör, Powerlink wiederherstellen. Ja! Komm, Britzel, Britzel! Nein! Ah, Mist! Ah, das gibt's doch nicht! Warum musste der denn jetzt ausgerechnet noch da sein? Oh, der hätte doch jetzt 100% einen Stromschlag bekommen, oder? Oh, Kacke! Wo muss ich hin? Ja, in den Kern. Ja, schauen wir mal, ob wir hier lang können. Hier lang? Ja, wieso nicht? Probieren wir es mal. Noch eine Ausweiskarte. Ja, Gasmaske haben wir doch. Ja, wunderbar. Kein Hiwi. Speichern. Oh. 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 Freunde der Nacht. Das macht mich echt kirre. Ah ja, gut. Türe verschlossen. Das heißt, wir müssen also wirklich dann da hinten durch die Röhre kriechen. Oh, können wir nicht mehr aufnehmen? Wo ist denn unser freundlicher Hiwi? Der hätte mich nicht sehen dürfen. Hm? Boah, die Mucke, wie geil. Boah, direkt zwei. Drei! Nein! Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Lass mich da rein. Boah, ich hoffe, Hiwis können nicht klettern. Geringe Energie. Kacke. Komm ich hier raus? Nicht, dass ich jetzt da hinten... Oh. Ich hatte schon die Befürchtung, ich müsste jetzt zurückklettern und dann stehen da drei freundliche Hiwis und begrüßen mich. Oh, wir dürfen schon wieder speichern. Dann tun wir das. Oh oh. Ich höre ungute Dinge. Hehe, kommst du hier eh nicht rein? Ah, gut. Oh, meine Herren. Boah. Ja. Ach du liebe Kacke. Wie soll ich das denn schaffen? Aha, aha, aha. Finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken. Ja, toll. Dann probieren wir das. Was hier mit? Nee, nee, nachher ist das so eine Sicherheitsabregelung und ich komme hier nirgendwo mehr hin. Das möchte ich nicht. Geringe Energie, Kacke. Das ist doch der eine Serverraum hier. Rennen hat Unfälle zu erfolgen. Mhm. Deswegen renne ich jetzt auch mal in die Richtung hier. Nein! Oh, wie viele sind denn hier schon wieder? Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Das gibt es doch jetzt nicht. Verdammte Hacke. Mal eben auf die Karte gucken. Bla 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 bla. Oh. Ich habe keinen Plan, ne? Ich habe keinen Plan. Ich meine, einzeln könnte ich ja eventuell noch gegen die ankommen. Was ist denn eigentlich mit der EMP-Mine? Ich werde sie einfangen.
tut ihm gar nichts. Überhaupt nichts. Rennen hat Unfälle zu erfolgen. Ah, da! Ja, aber dazu müsste ich den erstmal platt machen, ne? Nö, hier ist schon. Was so ein Kacke. Hauen wir uns erstmal eine Spritze in den Arm. Im Moment nicht, danke. Ich komme nicht an dem vorbei. Oh. Unterlassen Sie das. Sie wird. Oh. Wo ist denn der zweite? Weil für zwei würde ich so eine Bombe glatt mal zünden. Nein! Ach! Bin dabei nicht zu rennen. Bin ganz ruhig. Boah, Freunde. Geht mir doch auf den Senkel. Strom wiederherstellen. Und die gehen so leise, man hört die nicht. Ja, mach das mal. Egal was das ist, ist mir scheißegal. Ja! Boah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, boah. Ich weiß nicht, wovor ich mich jetzt mehr erschreckt habe. Vor dem Hiwi oder... Nein! Oh! Nicht an die Wand, das tut weh. Oh! Nein, 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 ja, und an dem Terminal kriege ich ja keinen Zugang. Aber wir müssen es ja wenigstens ausprobieren, damit wir dann... Aha. Ah ja, da. Um die Sicherheitskapazität zu senken. Wow, das war in dem alten Serverraum, im ersten Serverraum. Sollten wir ja eigentlich direkt hier herkommen. Das Ding ist einfach nur die blöden Hiwis und ich habe nichts dabei. Ja, eine Rohrbombe noch. Toll. Da hinten steht einer. Aber solange er da rumsteht, ist alles in Ordnung. Im Moment nicht, danke. Ja, sehr schön. So. Na, lass mich da ran. Sevastolenk. Das war hier unten. Ja, mach das. Wir befinden uns heute auf. Hahaha. Sehr schön. Wo bin ich hergekommen? Da hinten. Boah. Immer noch geringe Energie. Trotzdem, ein Ding haben wir ja schon mal gebracht. Dann sollten wir eventuell mal speicheln. Oh, meine Nerven. Ich werde alt. Noch älter, als ich sowieso schon bin. Oh, so wie das wegrast, hat das keinen Sinn. Dann schauen wir doch nochmal in den anderen Serverraum.
2 anscheinend. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Synthet melden. Jo, 2. Dies könnte meiner Aufmerksamkeit bedürfen. Ich habe andere Belange. Meine Herren. Oh, fuck. Ja, hat viel gebracht. Nämlich gar nichts. Kacke. Ja, danke. Oh, das ist nett von dir, dass du mir hilfst. Ja, aber ich komme da hier niemals dran, bevor die hier bei mir sind. Powerlink ist schon lange wieder da. Kacke. Das war's. Ah, nein! Ah, ja, ich werde hysterisch, genau. Weg hier, weg! Oh, Ripley, du sollst abhauen! Du sollst nicht schlagen! Oh. Ripley, verzischen. Verzischen ist besser als wischen. So, mal eben hier durch. Dann mal ganz fix noch was in den Arm kloppen. Oh, schön. Oh, meine Herren. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen soll. Außer wild durch die Gegend rennen, vor den Hiwis weg. Wo kommt ihr denn jetzt her? Natürlich wirst du das tun. War so eine Kacke immer mit den Hiwis hier. Naja, gut. Aber hier ist jetzt niemand mehr. Aber ich kann hier auch nichts machen im Moment. Oh, meine Nerven. Das ist also auch vorbei. Nein, 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 nein! Ich habe mich selber angezündelt. Ja, aber der Tod, den haben wir noch nicht gehabt, ne? Okay. Speicherstand laden. Boah. Hey. Hiernach bin ich aber sowas von im Eimer, das kann ich euch sagen. Finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken. So was, wir benutzen jetzt einmal den Schalter. Ich glaube, ich beginne wieder hier drüben. Boah. Okay. Scheint im Moment hier noch recht ruhig zu sein. Aber... Ach, ich hatte das hier schon erledigt. Okay. Ja, gut. Dann müssen wir eben schauen, was wir basteln könnten. Die nicht, nicht, auch nicht. Blindgranate ist eh voll. Schade. Das heißt also, ich bin wirklich darauf angewiesen, im anderen Raum was zu machen, ne? Ne, wir gehen hier durch. Vielleicht entdecken wir ja noch was. Was ist eigentlich mit dem Sevastolink hier?
Da war das einfach nur... dass es Sixten so gesehen gar nicht mehr gibt. Ja, ruhig mal zwischenspeichern und merken, dass ich den einen Serverraum ja jetzt schon gemacht habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich zum anderen Serverraum zurück muss. Ah, das ganze Gebiet hier ist eingekreist, aber nicht die Serverräume. Ich weiß es nicht. Oh, Rohrbombe können wir bauen. Machen wir. Tada! Wir bleiben mal bei einem Medikit. Ah ja, da ist ja der Serverraum. Ja, Omega. 3 Stück rennen hier rum. Und genau genommen habe ich hier alles schon gemacht. Nein, im Moment nicht, danke. Oh, Kacke. Ich werde sie einfangen. Das ist gar nicht mal so übel. Hat Unfälle zur Folge. Nicht rein. Oh. Ja, beschädigen Sie kein Sixten-Eigentum. Das ist kuschelig. Mich nervlich fertig, die Jungs. Ja, so eine EMP-Mine hat ja auch keinen Sinn. Nee. Nicht so richtig. Dann erstmal direkt aufs Medikit. Ah, Mist! Oh, nicht schon wieder! Oh, der wehrt die jedes Mal ab. Der Kollege ist schon hart drauf. Oh oh. Ich hätte wenigstens ein Stückchen weitergehen können. Kleines Stückchen. Oh. Sicherheitsvorschriften erfahren. Im Moment nicht, danke. Ja, wirst du. Ganz gewiss. Oh, schade, fehlt mir was. Meine Herren. Also, ich glaube, es sind noch 2 unterwegs. Oh. Wie könnte ich speichern? Das wäre ja vielleicht eine Maßnahme. Oh, meine Nerven, ich kack mir so ins Hemd, das ist nicht mehr normal. Naja, er kommt da jetzt gerade rein. Wir gehen raus.
Natürlich. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Würde ich ja auch machen, wenn ich du wäre. Oh, dieses Pfeifen hier, das tut echt im Kopf weh. Also ich weiß echt nicht mehr, wo ich gerade bin. Ah, doch. Hier wollte ich hin. Aber wie gesagt, ich wüsste wirklich nicht, wie ich jetzt da irgendwas verändern kann. Tja, der ist wiederhergestellt und da kommt auch schon unser nächster freundlicher Hebi. Vorbeigehen, etwas mitnehmen. Ah, jetzt darf ich. Was? Was muss ich denn jetzt machen? Ach, wenn die Schaltkreise aktiv sind, die richtige Taste drücken. Ah. Ist ja wie Sensor. No? Hätte ich also nur hier reingemusst? Oh, das geht also. Du, 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 du und fuck da drüben. Also noch einmal. Boah. Da. Du, du. Mhm. Ah, ganz knapp. Und noch einmal. Meine Herren. Yeah! Bazinga! Nee, ich ziehe Apollo jetzt noch nicht zu Rate. Ich mache jetzt mal ein Schnellspeichern hier. Ja. Habe ich mir verdient. Oh, was für ein geiler Sound. Bei Muttern. Futtern wie bei Muttern. Beschütze. Nicht auf der verdammten Station. Was? Scheiße. Genau wie bei Muttern. Oh, beschütze das Vieh. Alle anderen Belange sind sekundär. Ganz, ganz toll. Von unterhalb des Kerns. Jetzt wollen wir erstmal speichern. Oh, geht noch gar nicht. Was geht
jetzt. Was heißt unterhalb des Kerns? Komme ich hier irgendwo lang? Nicht wirklich. Hallo Kern. Dann muss ich doch da irgendwie runter. Ah! Doofe Frage. Eine Leiter vor meiner Nase. Ich so, wo denn? Weyland Yutani. Wir bauen bessere Welten. Naja. Und rottet unliebsame Leute aus. Mit eurer neuen Spezie. Der Hammer. Bekomme ich meine Waffen wieder? Ich hätte gern meine Waffen wieder. Okay. Wartungsaufzug. Der führt hundertprozentig runter. Was haben wir denn hier? Boah. Sevastolink. Apollo Primäres Interaktionslog. 11.11. Hahaha. 11.11.2137. Klasse, menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenmenschliche Nachrichten erhalten, anstehende Nachrichten, bla 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 bla. Spedding, Ransom hier. Nach dem Weyland Yutani Ankauf, Aufkauf, ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne Probleme vonstatten geht. Es werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die vom Ankauf keinen Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwindende Menschen hören, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schön unter uns. Wir wollen nicht, dass sie sich es anders überlegen. Arschloch. Entschuldigt, aber das musste jetzt mal wirklich gesagt werden. Drecksschweine. So, jetzt habe ich mal meinen Frust losgelassen. Ja, dann kommen wir mal zum Maschinenraum. Ah, wir gehen zum Reaktorkern. Wir machen das zwar nicht so gern, wir gehen zum Reaktorkern. Soll das etwa heißen, wir müssen hier was in die Luft jagen, oder wie? Vielleicht die ganze Station? Wie kommen wir denn hier weg? Oh, nee, Freunde. Ich bin Miriam. Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Weyland Yutani-Protokoll. Wie bitte? Season hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Ja, ganz toll. Das hätten wir schon mal eingeschaltet, obwohl ich davon jetzt nichts wusste. Wasser oder Speichel? Wasser. Apropos Speicheln. Ja, machen wir jetzt gleich an. Denn ich habe Angst. Ach so, muss ich. So oder so, keine andere Chance. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Die Syntheten spielen verrückt, also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen. Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Landfeld am Ende. Es ist ganz falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waits und die Marshalls berichten. Wuha, ja ihr Lieben, mit diesem Speicherpunkt beenden wir erstmal die Hetzjagd, so dass ich auch mal wieder meine Nerven beruhigen kann. Meine Herren, ich brauche jetzt bestimmt 2 Stunden, um wieder runterzukommen. Nun gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, euer John Diefuhl.